Ciao Leute, heute muss ich motzen. Nicht mit euch, aber mit den Medien. Ich bin heute aufgewacht und natürlich habe ich irgendwie ein paar Mails gecheckt und dort war unter anderem auch irgendwie ein Newsletter drin. Natürlich scanne ich ein bisschen auch alles, was rum um Tesla so in der Welt los ist. Da schaue ich natürlich auch, was die deutschen Medien oder deutschsprachige Medien schreiben. Und jetzt kommt wieder was von Consumer Reports aus USA, was jetzt die deutschen Medien aufgegriffen haben, wo denn die Titel heißen, ja, Elektroautos sind vergleichsweise unzuverlässig, einer neuen Studie nach. Ja, das Bild, als Bild natürlich ein Tesla, weil, kennt man schon wieder. Ah ja, E-Autos, oh, unzuverlässig, oh, schlechtes Zeugnis, bla bla. Ja, was wird denn eigentlich bemängelt? Ja, die Touchscreens werden bemängelt. Durch die Over-the-Air-Updates, die dann immer kommen, geben die Hersteller sozusagen zu, dass die Autos unausgereift sind, dass sie beim Consumer, also beim Endkunden reifen. Sprich, wenn wir uns darauf richten, dass ein Modell von einem Fahrzeughersteller, ja, 5 bis 6 Jahre erstmal Entwicklung braucht und dann man diese Linie baut und dann diese Fahrzeuge für 2, 3, 4 Jahre genau gleich, ja, nach meinetwegen deutschem Standard gebaut werden. Wenn das jetzt Standard ist, wonach man sich richten soll und womit man vergleicht, dann ja. Ja, dann schneidet Tesla da ganz schlecht ab, weil Tesla ist nicht so ein Auto. Tesla ist kein Auto. Tesla ist sozusagen ein Roboter. Tesla ist wie euer Computer. Wieso motzt ihr nicht über die Handys und über die OS-Updates, die dann regelmäßig kommen? Wieso motzt ihr nicht darüber? Ich denke mal, Teslas oder Elektroautos im Generellen, also zumindest die meisten sollte man, vergleichen eher mit Computern als mit normalen Autos. Und dann braucht irgendwie Consumer Reports nicht zu schreiben, ja, Tesla ist am vorletzten Platz, weil das ist alles nur bedienbar über das Touchscreen und somit auch irgendwie die Sicherheit gefährdet ist. Ich fahre mein Tesla jetzt wirklich über ein Jahr und ich hatte noch nie hatte ich Probleme mit irgendwelchen Bedienelementen, die ich über das Touchscreen bediene. Und um ehrlich zu sein, ich nutze auch schon seit etlichen Jahren mein iPhone und da ist auch kein einziger Knopf auf dem Touchscreen, da ist nur ein Touchscreen. Dafür wurden sie erfunden, damit man die Bedienelemente nach Belieben verändern kann, oder? So angepasst der Situation entsprechend. Wenn ich in einer Foto-App drin bin, dann habe ich ganz andere Bedienelemente, als wenn ich Text schreibe oder jemanden eine Nachricht. Ist das so schwer zu verstehen? Ja. Also, zu Consumer Reports nochmal, 2010 haben sie nämlich abgeraten von iPhones, nicht zu vergessen, ganz offiziell, ja, iPhone 4, oh nein, haben wir getestet, oh ganz, ganz böse, nein, also, Touchscreen. Und wo wir schon dabei sind, weil es einfach nur, also, ihr hält mich ja aus der Politik zurück. Und aber was in Amerika gerade mit dem amtierenden Präsidenten los ist und Tesla, beziehungsweise General Motors, also ich finde das jetzt nicht mehr Kindergarten, es ist nicht mehr Zirkus, also ich weiß nicht mehr, ich finde keine Worte dazu, ja, dass General Motors Elektromobilität-Revolution anführen und Anführer sind und Tesla noch nicht einmal irgendwie erwähnt wird. Ich finde das ganz schwach, also dieses Lobbyismus oder was auch immer, also für mich ist das alles Korruption. Ich wollte das loswerden und eure Meinung hören. Bitte lasst mir in den Kommentaren unten eure Meinung dazu. Was soll man davon halten? Ist das ein ernstzunehmender, amtierender Präsident? Wo kommt das alles her? Ist das alles gekauft? Der Aktie ist es momentan egal, dementsprechend sollte es mir egal sein, aber irgendwo, ich weiß nicht, also der Elon Musk kann kein Präsident werden, sonst würden die Leute wahrscheinlich ihn jetzt schon versuchen, irgendwie reinzuwählen, wobei er niemals in Politik gehen würde, was auch okay ist, weil er ja kein Amerikaner, kein geborener Amerikaner ist. Aber Tesla ist ein amerikanisches Unternehmen. Ja, die haben keine Gewerkschaften. Nichtsdestotrotz, ich habe
gestern gerade ein geniales Video gesehen von Joe Justice, der 2 Monate ein agiles Programm sozusagen eingeführt hat bei Tesla, was sowieso schon unheimlich agil ist. Das, was ich da in diesem Video, das verlinke ich euch gerne unten, gelernt habe, ist einfach phänomenal. Mit der Geschwindigkeit, wie dort innoviert wird, ich auf der Arbeit wende auch agile Methoden an. Aber das, was sie jetzt mit Tesla auch mit Hardware machen, ist einfach unheimlich. Und ich bin mehr als überzeugt, dass Tesla als Unternehmen und nicht nur als Autobauer, es ist ein Unternehmen, es ist ein Konzern und es wächst mit einer krassen Geschwindigkeit. Ja, es wird nachher nicht nur um Autos gehen, es wird um Energie gehen, es wird nachher auch um Bots gehen, also um die Roboter. Damit man annähernd so viel Innovation betreiben kann in einem Unternehmen, das kann man nicht nur altlasten in Form von irgendwelchen Materialien und alten Fabriken mitbringen, sondern man muss sich auch komplett von dem gesamten Management trennen. Also das heißt, wenn es jemand schafft, in der Nähe so wenigstens einen Bruchteil von dem zu schaffen, was Tesla schafft, muss man das wirklich von null an anfangen und genau so machen wie Tesla und versuchen, irgendwo noch es zu verbessern. Anders geht's nicht. Wem die 45 Minuten nicht zu schade sind und diese agile Prozesse interessant sind, dem empfehle ich wirklich ganz herzlich dieses Video von Joe Justice, einem Hawaiianer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der geboren ist, aber dort wohnt er anscheinend, der sozusagen agiler Coach ist. Und der hat einen super Einblick gehabt bei Tesla und plaudert da ordentlich aus dem Nähkästchen. Und es ist wirklich erstaunlich, was ich da jetzt in diesem Video über Tesla kennengelernt habe. So, nun habe ich aber auch genug gemotzt. Lassen wir es mal sacken. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Mich würde sie wirklich sehr interessieren, ob ihr da ähnlich denkt wie ich. Ich lese alle Kommentare und ich antworte auf nahezu alle Kommentare und bin sehr, sehr froh über diesen Austausch. Dafür habe ich letztendlich diesen Kanal geschaffen. Ja, take it easy, nichtsdestotrotz, und bleibt gesund und alles Gute. Der Stefan in seinem Model S. Ciao, Stefan. Tschüss.